Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C. So, letztes Mal haben wir gesehen, dass wir hier While-Schleifen benutzen können, um zu zählen. Dieses Mal sehen wir, dass es deutlich leichter geht und zwar mit Vorschleifen. Was wir hier brauchen ist, ich mache die beiden auch mal raus, wir schreiben einfach oben drüber ein Int a hin und alles andere übernimmt die Schleife für uns. Das Hochzählen oder Runterzählen, je nachdem, was wir wollen und alles andere eben. Und das Schlüsselwort hierzu ist for. Das heißt, ihr könnt diese While-Schleife trotzdem benutzen. Das ist immer noch gleich gut und immer noch gleich effizient oder sowas. Aber die For-Schleife macht es euch ein bisschen einfacher. Hier drin sagt ihr einfach, am Anfang hätte ich gerne, dass mein a 0 ist zum Beispiel. Und ich möchte, dass meine Schleife läuft. Das ist dasselbe, was ihr angegeben habt in der While-Schleife. Die Bedingung, ich möchte, dass mein a läuft, bis es bei 10 ist. Und ich möchte a in jedem Schritt um 1 erhöhen. Achtung, hier hinten kommt kein Semikolon mehr hin. Okay, und jetzt diese geschweiften Klammern und ein printf. A ist Prozent d backslash n und Komma a. So, hier brauchen wir Semikolon wieder, ist wichtig. Gut, das macht im Prinzip am Anfang, setzt es euer A auf 0. Achtung, nur ganz am Anfang, nicht bei jedem Schleifendurchlauf. Also im Prinzip ist es, als hättet ihr hier oben schon gesagt, A gleich 0. Außerhalb der Schleife. Das macht dieses For für euch. Es läuft, das ist die Bedingung, bis A auf 10 ist, dann nicht mehr. Also bis A echt kleiner auf 10, echt kleiner 10 ist, inklusive dem Durchlauf. Und es erhöht in jedem Schleifendurchlauf euer A um 1. Schauen wir uns mal an, was passiert ist. GCC first und wir lassen es laufen. So, a ist 0 bis a ist 9. Also der Fall a ist 10, der passiert nicht mehr. Und dieses Erhöhen, wie man jetzt auch sehen kann, passiert immer nach dem Schleifendurchlauf. Das heißt, am Anfang ist euer a 0 und am Ende ist es 10, aber wird nicht mehr ausgegeben, weil wir hier eben schon nicht mehr da sind. Wir können jetzt hier unten gerade mal unser a noch ausgeben. Print. Ich kopiere das einfach von hier oben. Ich glaube, das geht schneller. So. Okay. So. Und jetzt sehen wir, dass hier unser a auch 10 ist, denn wir haben es ja hier unten nochmal extra ausgegeben. Das heißt, unser a ist tatsächlich sogar gewachsen und ist jetzt sogar auf 10, aber die Bedingung hat dann halt gesagt, nö, und dann war die Schleife eben zu Ende. Okay. So funktioniert die Vorschleife. Könnt ihr natürlich auch ineinander schachteln und so weiter und so fort. Und ja, ist ein bisschen einfacher als die While-Schleife, wenn ihr nur auf Zählen aus seid. Aber wenn es dann um Listen oder sowas geht, dann braucht ihr tatsächlich eine While-Schleife. Aber das muss euch noch nicht irgendwie interessieren. Und ja, das war ein relativ kurzes Video, aber ich glaube, es hat gereicht. Und ich würde euch empfehlen, einfach ein bisschen damit rumzuspielen. Ich hoffe, es hat euch natürlich mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.